Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Und heute habe ich mir gedacht, könnten wir hier in Montana die Dylon Derby Zucht weitermachen. Hab hier drinnen bei den exklusiven Pferden geguckt, was ich denn jetzt genau von denen habe. Und da ist mir was aufgefallen. Entweder sind mir die noch nie aufgefallen oder die sind neu. Und zwar habe ich gefunden, wo ist denn das jetzt? Hier, Anemone, Gischt, Kühn, Untot gibt es ja momentan zu kaufen, Aeufe, Irena, Kobold, Quarterback, Schwarzer Drachen, weiß ich jetzt nicht, Drachen habe ich irgendeins gesehen gehabt, aber Schwarzer Drachen, ich weiß es nicht. Und, Niedhöger, oder wie auch immer, dass man das ausspricht, waren die schon die ganze Zeit dabei und ich war bloß blind. Die habe ich nämlich echt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es die hier gibt. Nur die hier unten, die ganzen speziellen, aber das da oben war irgendwie nicht so, dass ich mich daran erinnern könnte. Und dann habe ich eben auch gesehen, dass ich das Dylon Derby Pferd als Einser nicht mehr habe. Und ich würde ja gerne 1 und 3 immer behalten. Das heißt, ich muss mich auf die Suche machen nach dem Dylon Derby Pferd Stufe 1. Helena, die Frage an dich gleich. Hast du vielleicht das Dylon Derby als Stufe 1? Das wäre nämlich gar nicht so verkehrt. Ich habe sie als Stufe 2er zweimal. Das heißt, wir können das 3er züchten. Ich habe das ja schon ewig probiert, aber irgendwie hat es nie geklappt. Und jetzt mit den Verbesserungen der Zucht mit den Gratisverbesserungen werde ich das jetzt aber nochmal in Angriff nehmen und ja, wir müssen einfach gucken, dass wir hier weiterkommen. Sollte ich jetzt keinen Stufe 1er finden zum Nachzüchten, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich einen Hengst und eine Stute von Stufe 3 bekomme, dass ich da wenigstens dann beide zur Verfügung habe. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind die denn, die beiden? Ich glaube, die sind relativ hier. Das war er doch, ne? Ja, ich habe ja bloß Stufe 2. Also kann es ja nur er gewesen sein. Und sie... Ne, Ginger war es nicht. Cammy war es. So. Ja, das wird dann nämlich so ein... Ja, es ist nicht richtig weiß, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wie wir es letztendlich im Stall stehen haben. Und ja, das hat halt auch diese Kopfform... Ich weiß nicht, so im Seitenprofil sieht es aus und ansonsten kann man eigentlich sagen, okay, sieht eigentlich recht gut aus. Ja, Gratisverbesserung. Gucken wir mal, ob 22% ausreichen. Bin gespannt. Wenn nicht, probieren wir es halt wieder weiter. Pink, 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 pink. Ja, super geil. Pink. Es wurde pink. Jawohl. Mega geil, endlich. Und ist gleich beim ersten Versuch nach so langer Zeit. Finde ich super geil. Hier habe ich meine zwei Phönix draußen stehen. Für sie brauche ich noch einen Namen. Irgend sowas, wo zu Excalibur halt passt. Ich muss mal gucken, was ich denn da so finde an Namensgebungen. Schauen wir mal. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter nach Frankreich. In Frankreich sind wir ja immer noch dabei, dieses... Moment, ich gucke auf meinen Zettel. Ventasso-Pferd zu züchten. Hier ist unser estnisches Zugpferd, das wir... Wann habe ich das gezüchtet? Vorgestern, glaube ich, war das. Habe ich das gekriegt. Ja, so sieht es aus in Stufe 3. Ein relativ normales Pferd. Sieht ganz okay aus, muss man sagen. Und ich würde sagen, dann gehen wir aber gleich zu Joy und züchten dort nochmal mit ihrem estnischen Zugpferd und unserer Scheckendame. Wo ist denn die Joy? Die ist gar nicht so weit, ne? Ja, ich weiß bloß wieder nicht mehr, wo das es stehen hat. Hallo. Mach mal auch auf. So, jetzt. So. Nö. Wo war das denn, das estnische Zugpferd von ihr? Nö. Habe ich mir natürlich nicht dazu geschrieben. Ich habe nur einen kleinen Zettel. Da passt das gar nicht alles drauf. Wir gucken einfach mal. Hier ist es. Jawohl. Zack. Estisches Zug, Pferd, Züch,
Kapitän. So, jetzt braucht man unsere Schickendame. Wo ist sie denn? Padme, hier ist sie. So, lala. Wenn Tasso fährt. Ja, nee, also machen wir jetzt nicht. Aber kriegen wir hier einen Hengst? Oh, das ist cool. Oh, das ist, also es ist alles cool. Ich nehme alles. Sieht alles sehr, sehr wunderbar gut aus. Und es wird, was war das jetzt? War das ein Schecke? Ja, Schecke, Hengstchen, Stufe 3. Mega gut. Also da bin ich echt mit allem zufrieden. Und hier müssen wir auch mal noch züchten, den Pinto. Habe ich auch noch nicht. Also die normalen Pferde, die gewöhnlichen Pferde, habe ich, glaube ich, seitdem ich wieder spiele, nicht weiter gezüchtet. Aber das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir einen Schecken als Hengst und können da gucken. Ich glaube, da habe ich nämlich auch noch... wartet mal, da gucken wir gleich hier. Da habe ich nämlich, glaube ich, auch noch welche. Und Bailey, ich glaube, Bailey werde ich auch verkaufen. Jetzt bat schon in Stufe 2. Dann haben wir auch wieder mehr Platz. Und lasst uns gucken. Ich glaube nämlich Schecken, ja, habe ich noch Stufe 1 und 2. Und da das normale Standardpferde sind, werde ich da die 1 und 2er verkaufen und nur die 3er behalten. Ihr müsst noch irgendwo ein Schecke rumflitzen. Wo ist er denn? Padme? Hatte ich nicht noch einen Schecken? Ich dachte, ich hätte. Doch, hier, Allah. Hier, Stufe 2. Den werde ich aber dann auch noch fertig trainieren auf Stufe 13. Dann kriege ich nochmal ein paar Diamanten mehr. Und dann haben wir hier auch schon wieder 2 Plätze frei. Wie gesagt, das Bad Johnny werde ich dann auch verkaufen, wenn es denn dann sein muss. Weil ich finde es eigentlich recht schick. Das war, glaube ich, das, wo ich recht schick fand. Ja, aber... genug davon und weiter zur nächsten Zucht. Ich weiß gar nicht, Deutschland ist ein bisschen problematisch. In Deutschland haben wir nämlich keinen Platz, um das Pferdchen rauszuholen, das wir hier haben. Das heißt, ich werde das hier jetzt verkaufen, das Fohlen, und werde dann eben weiter züchten, bis ich Stufe 4 habe. Das ist echt problematisch. Ich müsste unbedingt ausbauen, aber... ich möchte halt die Diamanten nicht so, ich möchte die nicht hergeben irgendwie. Es sind 2200 Diamanten. Und wenn wir uns da ein bisschen sparen könnten, ich glaube, dann kostet es 1850 oder sowas. Wäre schon schick, ne? Aber naja, mal gucken. Also wir brauchen halt Platz. Ich muss irgendwen irgendwo anders hinbringen, aber das mache ich nicht heute. So, verkaufen, ja. Dann züchten wir jetzt nämlich nochmal mit unseren beiden. Gucken, was wir da so rauskriegen. Einmal können wir hoffentlich verbessern, damit wir Stufe 4 ein bisschen mehr Chancen haben. So, und dann brauchen wir unser Hengstchen. Wo ist er denn? Da ist er. Und das Stütchen dazu. In der Hoffnung, dass es heute klappt. So, Moment. Hier. Zack. Ich liebe dieses Gescheckte. Das sieht einfach mega geil aus. Ah, gescheckte Pferde. So, 19%. Ich glaube ja eher nicht, dass es was wird. Nee, das ist, nee, schade. Schade, schade. Okay, wir werden es weiter versuchen. Was bleibt uns auch anderes übrig? So. Naja, dann haben wir das ja auch erledigt heute. Hier, Gesellschaft der Reinrassigen. Das Mawari gibt es. Na, dann müssen wir hier mal ein paar Aufgaben erledigen. Die müssen wir auch noch weiter züchten. Stufe 2, ne? Ja. Haben wir aber zum Glück Hengst und Stute. Das heißt, da können wir auch weitermachen dann. Und hier müssen wir irgendwen reinschicken. Wen schicken wir denn hier rein? Jemand, der in der Oase steht. Hier. Chiara. So, das dauert noch ganz kurz. Und den Achal Tekina. Da müssen wir aber auch Aufgaben erledigen. Also auch wieder jemanden reinschicken. Wie viel haben wir denn dann von den Steinchen überhaupt? Muss ich mal gucken schnell. Markus kommt hier rein. Da brauchen wir auch die. Da würde ich mich aber tatsächlich für das Mawari, denke ich, entscheiden. Weil beides würde ich nicht zusammenkriegen. Schätze ich mal. Das hier können wir auch gleich abholen. Gehen wir mal auf die Fantasieinsel. Dort waren wir ja am Züchten von den Onyx-Einhörnern und hatten was bekommen?
Nicht das, was wir wollten, ne? Oder? Wo bist du denn? Stufe 3. Genau. Kann ich den hier denn schon verkaufen? Der ist kurz davor, ne? Dann will ich das jetzt natürlich nicht verschwenden. Das war er hier, meine ich. Er hier, sie hier ist. Ich weiß es nicht mehr. Ja gut, dann machen wir den noch fertig. Dann gehen wir noch mal kurz nach hier Großbritannien. Muss ich mal gucken, wo ich bei den Rennen die Steine kriegen kann, die blauen. So, da la. Hier waren wir ja bei der Fischzucht. Da müssen wir ja noch mal ran. Da haben wir ja nicht das gewünschte Geschlecht gekriegt. So, jetzt muss ich wieder auf mein Zettelchen gucken. Das war bei der Anna Marie. Oder Anna Maria, ich habe es mir nicht aufschreiben können, nur mit bis I. Level 56. Okay. Gehen wir gucken. Level 56. Ist ja nicht so weit zum Glück. Brauchen wir nicht so lange hin und her diddeln hier. So. 56. Das müsste sie hier gewesen sein. Ich weiß natürlich jetzt wieder nicht mehr, wo das war. Wenn ich Glück habe, ist es gleich in Montana gewesen. Und das war gleich in Montana. Jawohl. So, mit Martin. Und unser Fischstütchen Stufe 3. Da muss ich dann jetzt echt auch mal nachgucken, weil wenn ich die habe, dann habe ich alle auf Stufe 1. Also das VK. Und dann, ja, können wir eigentlich die also die Dreier als abgeschlossen sehen, ne? Ja, was war das? Hier Stufe 2, Stufe 1 wäre schon wieder ein Stückchen. Okay. Schade. Aber okay, jetzt können wir ja nicht ändern, ne? Ist sogar ganz kurz nach dem pinken Bereich gekommen. Ja, Wahnsinn. Okay, nee, aber Stütchen brauchen wir nicht. Wird auch wieder großgezogen und dann, ja. Verkauft für Diamanten. So, oder was ist das für ein Pferd? Schwarzwälder 2, okay. So. Zurück zu uns. Und dann auch gleich nochmal hierher. Oh, wir können hier oben. Wir werden erstmal... Hä? Nee, das stimmt nicht so. Okay, wir müssen kurz warten, bis es aktualisiert ist. So, unser Zuchtstall, liebes Nest, ist wieder frei. Und wir können jetzt hier die Zucht nochmal aufnehmen mit den Onyxen und gucken, ob wir heute Glück haben mit Stufe 4. Das wäre einmal Shadow und dann haben wir noch unser Stütchen. Haben wir unser Stütchen? Doch, wir haben hier ein Stütchen gekriegt, oder? Nee, haben wir nicht. Moment mal, war das andere jetzt ein Stütchen hier? Stimmt, ja! Oh mein Gott, bin ich verpeilt heute. So, zack. Das war unser Stütchen. Meine Güte, sonst hätte man nämlich nochmal zu jemanden gehen müssen. Um genau zu sein, zur Royal Diva. Die hatte nämlich das Gegenstück. Dann werden wir jetzt hier mal geschwind ausmischen. Zack, zack und zack. Und dann werden wir hier mal züchten. Und dann habe ich gesehen, brauche ich für die Tagesaufgaben noch ein Rennen. Nicht weit, nur in Mexiko. Und dann habe ich gedacht, können wir mal gucken, was wir da auch als Belohnung dann bekommen können. So. Und da wird es auch schon erwachsen. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass das Stufe 4er kaum anders ist als das Stufe 3er. Also nicht wirklich viel Personality bekommt. Ich weiß es nicht. Bin mal gespannt, ob die Farbe wenigstens ein bisschen anders ist. Schick aussehen tut es gar keine Frage, ne? Aber das ist halt Stufe 4, was halt ein Zertifikat ist, dass das nicht so viel Unterschied hat. Aber wir werden es ja dann sehen, wenn wir hier beide nebeneinander stehen haben. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich da dann mache, ob ich da nur Stufe 4 behalten werde oder Stufe 3 und 4, dass ich Shadow behalte und hoffe, dass ich ein Stütchen bekomme von Stufe 4. Da muss ich dann
erst nochmal überlegen, was ich da dann genau mache. So. Na? Hier, ihn hier müssten wir auch, sie, Rio, sie müssten wir auch mal wieder rausholen. Das ist ein schickes Pferd. Schick, hübsch. Wo war die denn jetzt? Habe ich die VK genannt? Ernsthaft? Nee. Doch, habe ich, weil ich nicht wusste. Okay, die muss anders heißen. Machen wir dann danach. Ja, hier, die ein bisschen heller ist sie vielleicht, ne? Die Mähne ist ein bisschen bläulicher. Ja, okay, gut. Man kann es gelten lassen. Ah. 25% sind gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, ob es klappt. Pinkity pink, 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 pink. Stopp! Oh, schade. Ganz kurz danach. Naja, okay. Ja, ich muss jetzt dann sowieso mal im Ofen ein bisschen rumwursteln und gucken, wo ich was hinbuxiere. Ich weiß gar nicht, ob hier noch Pferde drin sind, die nicht fantasiemäßig angehaucht sind. Muss ich dann mal nachgucken. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt dann mal hier, ich glaube 600 Münzen müssen wir. 600 Meter, 600 Münzen, irgendwie sowas. Die machen wir mit... Ich glaube, die machen wir dann mit Zoe. Noch heißt sie ja Zoe. Ich brauche irgendwas, das zu Excalibur dazu passt. Irgendwas Besonderes, was... Ich glaube, wir brauchen hier keine Verbesserung. Mein Gott, das Pferd ist so geil. Das sieht so toll aus. Das ist der Wahnsinn. Ich bin absolut verliebt in dieses Tier. Mega geil gemacht, wirklich. Super schick. Deswegen wollte ich auch Hengst und Stute davon haben. Und ja, ist gleich, hat gleich geklappt. Ich bin immer noch total neben der Spur, dass das gleich beim ersten Mal geklappt hat. Aber ich finde es absolut mega geil. So. Ich gucke dann auch mal gleich. Ich habe nur noch eine Sache dann zum Abschließen nach diesem Rennen. Und dann gucke ich mal gleich, ob ich das auch noch machen kann für die Diamanten von heute. Also ich mache das auch nicht jeden Tag. Leider habe ich dafür nicht immer Zeit, dass ich die ganzen Aufgaben erfülle. Manchmal muss ich auch erst noch was herstellen oder man muss ein Pferd züchten. Und das geht dann halt auch gar nicht von der Zeit her, weil die meistens viel länger brauchen, als der Tag lang ist. Aber sofern es geht, sofern die Aufgaben machbar sind, mache ich das auf jeden Fall. Weil 10 Diamanten haben oder nicht haben, das kann manchmal schon was ausmachen. Und gerade im Hinblick auf die Pferde, die man sich für diese Diamanten auch holen kann von den Dressursiegern, finde ich, ist es doch schon der Mühe wert, die oftmals gar keine Mühe ist, weil sie die alltäglichen Dinge sind, die man tut, dass man die erledigt und sieht die 10 Diamanten da einsackelt. Ich bekomme ja jetzt mittlerweile schon 20 Diamanten, wenn ich mich einlogge. Und das sind dann schon 30 Diamanten plus die Pferde, die ich verkaufe. Aber ich habe euch das ja schon mal in einem Video gezeigt, wie ich das alles mache, was die täglichen Aufgaben sind und was ich so alles erledige, um täglich an Diamanten zu kommen. Das ist eigentlich relativ einfach, da weiterzukommen, auch in niedrigen Leveln schon. Da sind es halt nicht die Mengen an Diamanten, aber es sind doch einige, die man bekommen kann. Und ich finde es schon mal geil, dass man in dem Spiel überhaupt an die Diamanten kommt, ohne dass man sie nur kaufen kann. Sehr schön, jetzt haben wir auch den roten Stein gekriegt, Wunderbärchen. Den hier finde ich ja auch schick, den habe ich auch noch nicht gezüchtet, habe ich auch das Zertifikat von. Was haben wir denn hier noch so? Ah, der Phönix. Ah, hier, apropos, wenn man davon spricht, Argo. Das wäre also wahrscheinlich ein Männchen und wäre bei Franziska. Ich sollte mal bei Franziskas gucken. Nach einem Männchen, dann könnte ich nämlich beide haben. Dann hätte ich nämlich Hengstchen und Stütchen. So, dann schauen wir mal kurz hier bei den Aufgaben noch als allerletztes. Ernte 7 Möhren. Oh, da müssen wir nochmal nach Montana gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt die Möhren... Ja, oh mein Gott, ich habe so viele Möhren angebaut. Und ich habe so viel Platz. Sehr gut, wunderbar. Dann können wir das noch abholen. Dann bekomme ich noch die 10 Diamanten. Wunderbar, finde ich sehr, sehr gut. Dann bedanke ich mich noch recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bis dann. Tschüss.